Gibt's keine Pipeline oder so? Pipe. Line. Ne, das ist der Inline-Tank, ne? Ja, nee, das nützt uns leider nichts. Vielleicht muss man dann noch was forschen. Bin ich mir jetzt nicht sicher. So, Hafen bitte. Ja, einen Hafen, danke. Kann ich den auch von hier hinten schon setzen? Das wäre super praktisch. Warte mal, das ist falsch rum. Wieso ist denn das falsch rum? Hier kann ich auf beide Seiten machen. Hier kann ich bloß auf eine Seite. Nee, hier, ich kann hier hin machen. Okay, sehr gut. Wie steht der? Der Hafen ist hier. Aha, und die beiden sind quasi die Tankfelder. Das wäre jetzt das hintere Tankfeld, so wäre es das vordere Tankfeld. Wir machen mal das hintere bloß. Nicht erreichbar, ja. Okay. Müssen wir mal sachte hinfahren. Ich hoffe, das kriegt man hin. Und dann kriegt man hoffentlich endlich Öl. Das wäre super. Mehr Öl, viel mehr Öl. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel die Station da produziert. Ich weiß auch nicht, ob die Öl speichern kann. Und wenn ja, wie viel? Kann ich das sehen? 132 pro Sekunde. Aber. Ja, man kann zwei Häfen machen, dass er Asch den vorderen voll macht und wenn der voll ist, geht er zum nächsten. Gucken wir uns gleich mal an. Ah, hier, die Schiffsladepumpen haben funktioniert. Habt ihr gesehen? Die haben angedockt. Das war schon mal nice, okay. So, wie rum müssen wir? Wir müssen rechts rum. Ich hoffe, das funktioniert. Ich drücke jetzt hier die ganze Zeit rechts. So rechts, wie es geht. Ich hoffe, der biegt dann auch rechts ab. Hier vorne unten. Deswegen fahre ich jetzt gleich auch mal nicht so schnell, sage ich. Aber ich bin ganz schön schnell. Ah, da ist die Abzweigung. Okay, mach langsam. Los, los, los. Geh um die Kurve, geh um die Kurve. Nein. Ja. Ja, okay, geschafft. Sehr gut, er hat die richtige genommen. Super. Soweit ist gut. Okay, dann bauen wir unsere beiden Häfen hin. Häfen. So, ich hoffe, ich fahre jetzt die Pumpe nicht über den Haufen, sondern das passt hier. Das wäre sehr gut. So, wo ist der vordere Teil von dem Schiff? Ich weiß es nicht, sehe es halt, ne? Halt an. Verbindet sich die Pumpe? Nee, weil ich nicht im Hafen stehe, glaube. Also, jetzt der Hafen bauen. Machen wir mal bloß einen. Sagen wir genau. Ah, jetzt verbindet sie sich. Hübsch. Der macht jetzt hier, macht langsam hier unseren Laden voll. Haha, der geht's ab. Die machen nur ganz schön viel. Hauen die da raus. Abbaugeschwindigkeit 2 pro Sekunde. Deswegen 131 pro Sekunde haut er hier raus. Ich weiß auch nicht, wie viel der speichern kann. Aber theoretisch, wir düsen mal ganz kurz weg. Der Hafen hier heißt jetzt. Wie nennen wir den denn? Ölplattform. Form. Nee, warte mal, wie nenne ich denn das? Wie heißt denn das Teil überhaupt? Irgendwas mit Öl. Irgendwas mit Öl. Nö, heißt gar nicht was mit Öl. Wie heißt denn das? Bohrinsel. Ah, so einfach könnte es sein. Ja, Bohrinsel 1. So heißt du. Wunderbar. Du fährst jetzt hier zu Bohrinsel 1 bis Inaktivität, sage ich mal. Inaktivität 5 Sekunden. Und los geht's. Der ist angeblich schon da, sagt er.
Deswegen fährt er jetzt zum Rohölhafen. Das macht aber nichts. Wir lassen den jetzt einfach eine extra Runde fahren. Da sehen wir schon mal, ob das hier funktioniert. So, auf zur Bohrinsel, mein Freund. Macht er. Sehr schön. Und wenn wir Glück haben, steht der Hafen hier genauso, dass er sich vorne belädt. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden Tanks da verbunden sind oder ob das zwei unterschiedliche sind. Aber ich würde mal sagen, das ist nur ein Tank. Sprich, der Hafen, so wie er da steht, müsste eigentlich schon funktionieren. Dann brauchen wir bloß noch hier den Entladehafen ordentlich aufzubauen. Irgendwie müssen wir das Öl dann hochschaffen. Das kriegt man aber bestimmt auch noch hin. Und dann haben wir da mehr Öl. Scheitert es überhaupt am Öl? Nö. Öl haben wir genug. Aber gut, dass wir mal... Wir haben zu viel Naft da. Warum passiert hier nichts mehr? Dampf ist da. Naft da ist da. Aber es wird kein Propan gemacht. Das macht keinen Sinn. Warum? Das ist richtig. Ach, muss der auch mit angebunden sein? Oder gibt es... Das kann ja jetzt nicht wahr sein. Was ist denn da jetzt wieder kaputt? Muss ich gleich mal gucken. Aber Asch, wenn wir hier gesehen haben, dass das funktioniert. Er hält an. Die Pumpe verbindet sich. Er sagt, ja, Inaktivität funktioniert. Bis er vollgeladen ist. Ja, sogar eine extra Ladung. Schön, wunderbar. Wie viel hast du? 7000 hast du schon. Das geht flott. Gut, fahren wir heim. Dann können wir nämlich das Entladen da ordentlich aufbauen. Jetzt habe ich mir mal richtig schön in die Kusche gefasst. Ja, ich habe da irgendwelche Creme drin. Die habe ich jetzt mal richtig schön breit geschmiert. So wie man das halt macht. No. Ah, ein Traum. Ach, der fährt sogar hier lang. Ich wusste nie, ob das passt, was ich hier gebaut habe, aber es passt. Hübsch. Sehr schön. Gut, es ist hier, sieht sehr wirr aus. Aber dafür funktioniert es wenigstens. Dann können wir uns noch hier oben auch nochmal so ein Ding bauen, wenn wir wollen. Ich weiß jetzt nie, wie viel Prozent der hier hatte. Und leider jetzt, wo die Station drüber steht, kann man es auch nicht mehr sehen. Weil er sich stattdessen nämlich den Hafen da krallt. Ja, der will lieber den Hafen haben. Mach mal Hafen weg. Nee, den will ich nicht. Nee, geh weg. Schade. Sieht man es nicht mehr. Anhalten. Burp. Also Shift. Ja, genau. So, er wartet da jetzt. Ich muss jetzt hier oben mal gucken, warum da kein Propan mehr hergestellt wird. Das ist ja so nicht in Ordnung. Weil eigentlich sah es ja so aus, als hätte der alles. Muss ich doch beide Seiten abführen. Das wäre mir aber neu. Weil der ja auf beiden Seiten Propan ausgibt. Aber ich hätte gedacht, das müsste reichen, wenn man das bei einer Seite wegmacht. Hier. Ach, ja, ja, der hier wieder. Warum schiebst du den hier nicht rein? Achso, weil hier, ja, ja. Stimmt, das ist das, was mir schon mal jemand gesagt hat. Dass ich das hier mal richtig machen müsste. Und zwar... So, dass das eine nur rechts ist und das andere nur links ist. Wäre gut. Könnte man machen mit zwei Splittern. Und zwar so hier ungefähr. Dann sagen wir, bevorzugter Ausgang links, Filter Eisen. Wo auch immer jetzt hier Eisen ist, könnte man suchen. Eisenerz. Dankeschön. Dann kommt hier nur Eisenerz raus. So, das hier zwick mal weg. Der hier macht bevorzugten Ausgang rechts. Und
Ja, nee, okay, das müsste so passen. Bevorzugter Ausgang rechts. Achso, dann kommt hier ja nur noch. Hier kommt jetzt ja dann nur noch Kupfer an, ne? Ja, genau. Ich das hier wegnehme. Genau, nur Kupfer. Nur Kupfer ist da. Sehr gut. Das heißt, wir machen hier so ein Ding. So ein Ding. So ein Ding. Nehmen den hier weg und up, haben den korrigiert. So, du baust wieder das Zeug. Sehr schön. Dann müssen wir ihm jetzt hier bloß mal sagen, das hier muss mal weg. Sorry. Warum kommt jetzt hier eigentlich nur noch Eisen? Ach so, wegen dem Rückstau. Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch noch ein Lager. Ein Lager, Lager, Lager. Na gut, dann machen wir mal ein kleines Lager, Lager, Lager. Mit zwei Stahlkisten. So, hier sieht es dann aus. Kriegen wir Stack-Greifarme hin? Schneller Stapelgreifarm, ja. Ja, machen wir ein paar. Die sind nämlich cool. Der macht hier. Ups, ach, den habe ich jetzt gedreht. Hier, der macht. Mach doch mal. So, macht jetzt hier mal ein Lager. So ein kleines Eisenlager. So. Dann lagern wir hier so ein bisschen Eisen ein. Für den Fall der Fälle. Dasselbe könnten wir jetzt hier mit dem Kupfer auch nochmal machen. Sollten wir wahrscheinlich auch. Nur. Ja, der kann ja dann theoretisch hier wieder drauf, ne? Von mir aus. Das reicht ja auch zu, wenn es bloß eine Kiste ist. Moment. Aber das kriegt man jetzt hier gerade mal mit einer Kiste hin. Indem wir so hier machen. Sehr gut. Der würde dann Kupfer einlagern, falls Kupfer mal zu viel ist. Ne, das dauert jetzt ein bisschen. Die müssen erstmal hier ihr ganzes Eisen loswerden. Dann schmeißen die ihr ganzes Kupfer raus. Weil die sich quasi vollgeranzt haben. Die Armen. Was ist mit ihnen hier los? Kein Metallschlamm. Warum ist hier kein Metallschlamm? Weil das hier leer ist. Wir haben keine Schlacke mehr. Ja, sehr gut. Sind wir durch die ganze Schlacke durch? Sind wir durch den Stein auch schon durch? Tatsächlich, wir sind durch den Stein auch durch. Wahnsinn. Ich meine, hier kommt doch keiner mehr an. So zu wenig hergestellt. Und das bisschen, was da ankommt, wird alles hier zu richtigen Steinen gemacht. Ja, okay. Ups, was war das? Ich habe keine Ahnung. Reset, Schwimme, Finish, Dampfspaltung 2. Sehr gut, das hier funktioniert. Dann funktioniert das hier wieder. Hier kommt jetzt wieder ordentlich Plaste durch. Arbeitet der mit Top Speed? Nein. Kann er nicht. Tut er nicht. Kommt echt wenig Plastik raus, ne? Aber das liegt halt daran, dass der hier zu lahm ist. Der hier müsste schneller sein. Der Dampfspalter MK1 ist zu lahm. Mehr Plastik kommt da nicht. Aber es kann auch sein, dass wir eh gleich wieder keinen Nafta haben. Dann ist auch das vorbei. Wird das hier. Ja, das wird verbrannt im Notfall. Sehr gut. Das wird auch verbrannt im Notfall. Was Grünes. Ach ja, okay, genau. Ja, der muss ewig warten. Hier, der macht drei Dinger. Na gut, so ewig muss er gar nicht warten. Das geht eigentlich noch. Aber das ist nicht super schnell hier. Aber ich krieg keinen zweiten mehr hin, weil der Unsinn hier im Weg ist. Den müsste ich umstellen. Woanders hin. Dann könnte ich nochmal einen hier hinten knallen. Müsste das alles hier irgendwie umsetzen dafür. Was ist denn hier eigentlich los? Guck mal, hier ist grünes Zeug dazwischen. Wie kam denn das? Wie kann denn das sein, dass hier grünes Zeug dazwischen ist?
Das ist ja von hier, ne? Hier darf kein grünes Zeug dazwischen sein. Das ist verboten. Ist das. Absolut verboten. Ja, keine Ahnung, warum ist da grünes Zeug dazwischen? Oder habe ich das Ding bloß nicht sauber gemacht? Seitdem, das kann sein. Ich meine, das funktioniert ja. Das kann sein, dass es das alte Grüne ist, was noch auf dem Band war. Das ist possible. So, wie sieht's denn aus? Genug Kupfer? Plastik? Nee, haben wir nicht. Okay, also wir müssten hier eigentlich... Okay, die sind auch zu lahm. Die kriegen nicht genug Öl. In Ordnung. Der hier gibt sein Bestes. Ja, müssten eigentlich mehr hiervon bauen, ne? Dann, was ist das? Ein Ölgasabscheider. Dann machen wir mal einen Ölgasabscheider. Hier. Öl. Sollte doch schon reichen, oder? Hier. Ölgasabscheider. MK2 geht noch, ne? Von daher bleibt er auch mal. Ausbauen. Ja, müsste man mehr Platz lassen. So ungefähr. Kann das hier weg? Moment. Hier kommt er hin. Habe ich kein gerades Rohr wieder? Natürlich nicht. Das wäre ja praktisch. Kann ich welches bauen? Hier machen wir mal ein paar Steinrohre, machen ein paar Eisenrohre. Dann kommt sich das auch nicht so in die Quere hier. So, er hat Öl. Er kriegt natürlich dieses Rezept. Dann macht er hier genauso los wie er hier. Er muss auch das hier abgeben. Nämlich nach hier. Das muss hier mit rein, abgeführt werden quasi. Und den hier. Den wir mal ein Stück gerade machen. Ungefähr bis hier. Und erst hier kommt der Tunnel. Weil, dann kann ich nämlich den hier auch gerade machen. Hier den Tunnel nehmen und dann wird das hier auch abgeführt. Was auch immer das ist. Dadurch haben wir jetzt genug Öl. Sobald wir den hier angeschlossen haben. So, jetzt haben wir genug Rohöl. Die beiden machen ihr Bestes hier. Wunderbar. Dann müssten die beiden jetzt eigentlich auch volles Kanonenrohr durcharbeiten können. Das sieht gut aus. Kann ich eigentlich jetzt schon was aus diesen, hier, aus diesen, mineralisches Grundöl, Heizöl, Nafta. Was ist denn das letzte? Dieses liederne Zeug steht nicht da. Ist ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Das ist hier, ist es. Ölrückstände. Gebrauchsanweisung. Da kann man mit Dampf Restgas draus machen. Öldampfspaltung 2 haben wir. Restgas. Aus dem Restgas kann man dann Methan machen, wenn man lustig ist. Ach nee, das ist auch Restgasgewinnung. Warte mal, das war falsch. Geh mal hier zurück. Restgas. Das kann man in den Fass stopfen. Toll. Mit dem Restgas und dem Rohöl kann man neu Öl machen. Ja, auch ganz toll. Restgas und Flüssiggas ergibt Methan, Ethan, Butan und Toulon. Auch schön. Restgas und Dampf ergibt Synthesegas. Restgas und mineralisches Grundöl ergibt Schmieröl. Restgas ist Deponie. Super, also verbrennen. Synthesegas. Aus dem Synthesegas kann man Nafta wieder machen. Kohlenstoffmonoxid, Synthesegas und roter Metallkatalysator, dann wird da wieder mal Nafta daraus. Oh, das klingt ja gut. Weil Nafta ist ja genau das, was wir hier brauchen würden. Dann mach das mal, dann machen wir das jetzt mal. Da habe ich jetzt Bock zu. Hier, mach das erstmal weg. Okay, FNI.
Ja, Gebrauchsanweisung. Wir machen jetzt Restgas daraus. Dafür brauchen wir Dampf. Den haben wir hier eh schon irgendwo. Irgendwo. Hier oben ist welcher und hier ist welcher. Ich weiß nicht, ob das genug Dampf ist. Ansonsten machen wir uns nochmal einen neuen. Oh, der muss durcharbeiten. So ziemlich. Dann machen wir vielleicht nochmal einen. In hier unten extra. Hier oben haben wir ja Kohlenstoff. Wir können vielleicht den hier runterlegen. Der ist ja effektiver, der, sag schon, Festbrennstoff. Wissen nicht, wie viel effektiver, aber. Okay, also wir bräuchten Dampf. Dazu machen wir mal hier jetzt so ein Ding hin. Dann brauchen wir eine Offshore-Pumpe. Ja, finde ich eh ne. Offshore-Pumpe, genau. Die geht hier hin. Dann geht die in einen Kessel rein. Ganz stinknormalen. Könnt natürlich jetzt hier auch einen Ölkessel nehmen, ganz ehrlich. Wir haben hier Öl. Wir haben nicht Öl. Achso, ja, weil es jetzt eh an dem fehlt. Ja, sehr gut. Das ist der Punkt, wo jetzt. wo wir jetzt dann erstmal aufhören. Nee, wir bauen das jetzt erstmal um. Und dann holen wir uns mehr. Das Öl von da unten. Also, pass auf. Wir könnten jetzt einen Ölheizkessel nehmen. Das wäre eben einfacher. Habe ich hier bestimmt hier Ölburner. Geht zwar bloß der MK1er. Energieverbrauch ist deutlich höher. Umweltverschmutzung deutlich höher. Nee, geringer. Wir versuchen den mal. Komm, gib ihm. Den haben wir noch nie genutzt. Dann haben wir Dampf hier. Machen wir so rum. Dann kann nämlich der hier kann mal weg. Genau. Dann läuft er. Wie läuft er denn? Einfach hier gerade durch, hier lang und... Genau, er gibt jetzt Gas. Treibstoffbelastung 1000%. Flüssigkeitsverbrauch 0. Sehr gut, also hier kommt jetzt Dampf raus. Das ist schön. okay, wo wird der Dampf jetzt verarbeitet? Ja, Handarbeit. Ups, nee, das war falsch. Genau das andere, Gebrauchsanweisung nämlich. Im Dampfspalter. Okay, wir brauchen einen Dampfspalter. Dampfspalter. Der geht auch nur MK1 im Moment. Oh, ich hätte sogar noch einen gehabt. Es ist ja verrückt. In Ordnung. Der kommt jetzt hier hin, sage ich. Der muss aufspalten. Restgas. Hier, Ölrückstände und Dampf soll er nehmen. Das heißt, ich kann hier Dampf anschließen, wie ich lustig bin. Einfach so. Dann hat er seinen Dampf. Der kriegt jetzt natürlich noch hier seine Ölrückstände, sonst ist er traurig, kann nichts machen. Einen ganz normalen Greifarm hier hin. Du. Pick-off dahin. Er läuft jetzt hier lang. Hier lang. Da hoch. Und da rum. Sehr schön. Ist jetzt nicht super, super cool, aber was soll's. Ja. Oh. Der macht jetzt hier richtig schön, macht da Restgas. Und braucht sogar 3 Stunden dafür. Also der braucht genauso lange, wie die beiden brauchen, um das herzustellen. Wenn die mal voll arbeiten würden, was sie nicht tun. Ja, egal. Gut. Dann muss ich eventuell noch einen zweiten von bauen. Von daher könnte ich mir das gleich mal... Ich habe ja 2 davon. Dampfspalter. Dann können die Bäder mal hier hin schon mal. Was bist du hier eigentlich? Luftfilter. Druckluft. Ach so. Was machst du hier? Ja, okay, genau. Ja, der ist da richtig. Dem. So, wir bräuchten hier einen Anschluss. Dann kann der hierhin angeschlossen werden. Da auch. Der hier kann weg.
Da kann einfach bloß das Untergrundrohr hin. So. Der geht jetzt hier lang, irgendwie. Ja, das ist sogar richtig, okay. Brauchen hier Untergrund. Nehmen jetzt bloß das Langsame, das reicht ja erst einmal. Wo ist denn das Langsame? Hier. Bauen wir den erst einmal. Bloß so, dass der hier lang geht. Achso, das reicht ja auch, wenn das bis hier geht. So ehrlich können wir ja jetzt gerade mal sein. Okay, der hier braucht noch Strom. Dann kriegen die Beete den Ölrückständerezept. Dann kann ich hier nämlich noch ein paar mehr von den Dingern hinsetzen, von den Raffinerien. Okay, die machen jetzt Restgas. Okay, was mache ich jetzt mit Restgas? Moment. Hier können wir mal Restgas suchen. Restgas. Gebrauchsanweisung. Aus dem Restgas wird Synthesegas. Oder direkt das hier. Wenn wir nochmal fortgeschrittene Gasraffinerie machen. Ah, da bräuchte ich auch Flüssiggas. Das hier. Weiß ich nicht, ob das dann im richtigen Verhältnis ist. Deswegen lassen wir das mal. Und machen stattdessen hier aus dem Restgas mit Dampf machen wir Synthesegas. Super. Auch nochmal Dampfspalter. Wir haben bestimmt auch nochmal 2 Stück brauchen, oder? Dieses Rezept 4 Sekunden für 100. Wie ist das nächste? Auch 4 Sekunden macht da 150 draus. Also es wird ein bisschen effektiver, das ist schon mal ganz gut. Aber brauchst du auch 2 Dampfspalter. Die dann auch Dampf brauchen. Das heißt, das Dampfgerät muss dann auch mit hier unten irgendwie langgelegt werden. Das ist alles interessant hier.